Hi Leute, heute geht es darum, dass ich mal was auspacken möchte. Wenn es sich bewährt und ich habe ein paar Videos dazu gesehen aus Amerika, dann finde ich das ganz gut. Ich bespule meine Rollen fast alle selber, habe jetzt eine Schnurspulstation gefunden. Die will ich mir mit euch zusammen halt auspacken. Vielleicht ist das ja was Cooles und wenn das Schrott ist, dann werde ich auch dazu ein Fazit abgeben. Schauen wir mal. Ich hoffe, dass es so funktioniert, weil ich habe ja nur einen Versuch, ich habe ja nur eins von diesen Geräten. Und zwar geht es hier um die Schnurspulstation in der Max-Variante von Berkeley. Ja, packen wir das Ding einfach mal aus. So, das war der Deckel. Hier kommt eine Anleitung, wie man es aufbaut. Das werde ich mir gleich mal kurz durchlesen. Das wird noch ein Transportschutz sein. Ein paar Einzelteile. Und der Fuß. So, das hier ist die Basis. Ja. Ich lese mir jetzt kurz die Anleitung durch, wie es zusammengesetzt wird. Und dann ja, geht's weiter. So, ich habe jetzt mal kurz über die Anleitung geflogen, bin ich. Und jetzt fange ich mal an, das Ganze zusammenzubauen. Als erstes klappe ich vorne die Beine auf. So, ja, das sollte es jetzt erstmal gewesen sein. Montiert ist das Ding, dann wollen wir es mal gleich ausprobieren, nicht wahr? Dann versuchen wir das Ganze mal. Muss ich natürlich noch das Ganze zusammenbasteln. So, fangen wir an mit der Schnurbestückung. Ich habe mich hier für eine 006er entschieden, weil das die neue Rolle für meine leichte Spinnroute wird. Ich fange an und mache im Prinzip eine Schlaufe, einen Doppelknoten, ein ganz simpler. Zusammenziehen, das lose Ende weg. Okay, Schlaufe ist gemacht. Das Ding muss ich nachher so rumdrehen. Muss ich darauf achten, sonst habe ich es falsch rum aufgespult. Jetzt nehme ich die Schlaufe und ziehe die Hauptschnur einmal durch und achte darauf, dass sich das selbst festzieht, wenn ich anfange zu spulen. Das merkt ihr relativ schnell, wenn es verkehrt rum ist, so wie jetzt bei mir direkt beim Zeigen, dann einfach die Richtung ändern, also einmal umdrehen und dann passt das. So, dieses Ding soll die Spule fixieren. Gucken, wie das funktioniert. Theoretisch auf Knopfdruck, aber das tut es noch nicht. Ah, hier ist ein Hebel. Okay, da ist ein Hebel dran. So, wie gesagt, das ist mein erstes Mal. Und jetzt
fixieren. Das geht ganz gut sogar. Ein bisschen darauf achten, dass der Kopf ordentlich anliegt. Gegenspitze ran, dass es auch zentriert ist. Das ist eine ganz schön wackelige Sache. Das ist nicht so cool. Aber ist egal, wir probieren ja mal weiter. So, ich will jetzt eigentlich nicht kurbeln. Ich probiere das nur einmal kurz. Ich glaube, da lese ich kurz noch einmal nach. Okay. Hier habe ich gesehen, hier muss die Schnur von oben kommen. Und auf der Seite scheint die Schnur nach unten zu müssen, weil dann rascht das hier auch nicht. Da kann man anfangen und losspulen. Legen wir mal los. Ja, das geht auf jeden Fall. Schon mal ganz okay. Ich möchte das Ganze ein bisschen schneller haben. Deswegen probiere ich jetzt den Akkuschrauber aus. So, da kommt der Akkuschrauber rein. Ich drehe das jetzt mal. So. Ups. Ha! Der Griff muss natürlich ab. Solange ich den Akkuschrauber drin habe. Noch nächster Versuch. Ah, hier zeigt sich jetzt das Problem mit dem Exzenter, dass der Kopf ganz schön am Wackeln ist hier. Das gefällt mir überhaupt nicht. Da werde ich jetzt noch mal gucken. Ich spanne den Kopf mal anders da ein, so dass die Spitze ein bisschen mehr Druck bekommt. Und gucke, wie es jetzt läuft. Jetzt geht's erstmal. Man muss unheimlich aufpassen, dass man hier mit den Fingern nicht reinkommt, weil das tut dann richtig weh gleich. So, nochmal die Saugnäpfe nachgezogen ein bisschen. Oh, hier ist. Hier rutscht sie durch. Warum? Oh, hier ist nämlich Zucht drauf. Okay. So, schauen wir mal, warum hier vorne die Spule nicht mehr läuft. Ah, hier, die hat sich hier regelrecht eingeschmolzen. Das werde ich jetzt erst nochmal optimieren müssen mit eigenen Bastelideen. Statt der Plastikkonusse werde ich jetzt mal die Metallkonusse versuchen. Die habe ich von einer anderen Schnurspulstation. Das sollte dann mein Hitzeproblem, dass sich das hier regelrecht einbrennt, wenn man den Akkuschrauber benutzt, sollte es das lösen. Die packe ich einfach mal jetzt dazwischen und hoffe, dass sich das alles zentriert. Metallkonus, die Original Berkeley Plastikschrauben. Eine Seite von der Stange ist abgeschliffen und also flach gemacht, so dass man diese Kunststoffschrauben, dass sie eine gute Auflagefläche haben. Das ist ganz gut gemacht. Dann gucken wir mal, wie es jetzt läuft mit meiner Variante. Wieder rein, wieder rein, fixieren. Schnur kommt von oben. So. Gucken, dass die Saugnäpfe mal ein bisschen angedrückt sind. So, und dann kommt der Akkuschrauber wieder rein und weiter geht's. So, das war's. Da sind jetzt 150 Meter 006er auf dieser Spule. Ich werde jetzt noch eine andere Schnur mit dazu holen und auffüttern. Das bedeutet Material holen. 2000 Jahre später. Ich habe jetzt die 006er mit der 25er geflocht verbunden. So, und weiter geht's, bis die Spule voll ist. Und dann geht's wieder los mit Schnurbespulen. So, ich muss wieder einen Anfang finden. Ups. Ich sollte natürlich nicht mit dem Skalpell über die Schnur ratschen. Und da ist es passiert. Weil hier keine Führung drauf ist, extra. Ich denke mal, da muss ich mir noch was bauen. Es ist jetzt passiert, ich habe jetzt auf den Spulenkörper drauf gespult. Das heißt, ich muss rückwärts arbeiten. Ein paar Umdrehungen. Nur unterfüttern ist eben beim Spinnfischen jetzt speziell wichtig. Denn je voller der Spulenkopf ist, desto besser fliegt wegen dem größeren Durchmesser die Schnur von der Rolle. Und das gibt halt ein bisschen mehr Wurfweite.
das war's. Die Spule ist jetzt voll. Ja, mein Fazit zu der Schnurspurstation. Ja, sie ist nicht perfekt, aber für ungefähr $60 kann man es machen. Es ist wesentlich weniger Aufwand, als sich so einen Riesentrümmer zu bauen oder sich für 1000 Euro so ein Teil zu kaufen. Jetzt habe ich ja im Prinzip auch die Schnur noch verkehrt herum drauf. Das heißt, erst die Hauptschnur und dann die Futterschnur. Und in meinem nächsten Video werde ich euch zeigen, dann, wie ich meine Rollen so bespule, dass sie halt vernünftig und richtig rumbespult sind. Okay, ich hoffe, es war für euch interessant. Kann man kaufen. Doch, aber wie gesagt, ich habe kein Geld dafür gekriegt. Ich werde das Video trotzdem als Werbung markieren, weil ich nun mal hier ein, zwei Marken gesehen oder gezeigt habe. Ich finde sie ganz gut. Aber wie gesagt, ich spule auch viel meine Schnüre hin und her. Wie gesagt, die sehr intensiv zum Teil gefischt werden über Steine und Kram. Dann mache ich zum Beispiel die gute Schnur runter bis zur Futterschnur und mache die verbrauchten 150 Meter, also die verbrauchte Seite von den 150 Metern zum Beispiel nach unten. So kann ich meine Schnüre ein bisschen länger fischen. Ich fische ziemlich teure Schnüre zum Teil, wie, was weiß ich, Shimano Kairiki zum Beispiel oder die Moritans. Wie gesagt, die Schnur ist wichtig. Deswegen sind meine Schnüre ein bisschen teurer und deswegen versuche ich auf die Weise clever zu sein, um eben das Maximum aus diesen Schnüren rauszuholen. In der Regel spule ich halt 150 Meter von den Hauptschnüren drauf und sollte ich tatsächlich noch, wenn die Schnur fertig ist, nach zwei, drei Saisons noch so viel drauf haben halt auf der Rolle, dass es sich lohnt, dann wird die Schnur einmal umgedreht ab dem Futter, dass die ausgeblichene oder zum Teil verschlissene Seite eben nach innen kommt, weil ganz ehrlich, beim leichten Spinnfischen, da wirfst du mal 20 Meter mal 30 Meter aus. Das bedeutet, du hast da schon eine ganze Weile was von diesen Schnüren. Alles klar, wie gesagt, ich wünsche euch was und wir sehen uns dann im nächsten Video.